Ich bringe jetzt mal das auf. Doch, ich bringe es schon auf. Das heißt, wir brauchen noch ein Bettwäsche für den Herrn. Das machen wir dann. Bettwäsche ist jetzt neu da. Ja? Ja, dann machen wir das da. Tag 2. Aufbau, wieder viele Menschen da. Geht wieder was. Morgen kommen die Leute. Schaffen wir alles, Jasmin. Hm. Ja, ich denke schon. Also schlafen können sie auf jeden Fall schon mit mir. Sie passt dann auf. Ich muss arbeiten. Hast du ausgesagt, Berliner? Nee, warte. Jetzt sind wir noch rein. Sehr anstrengend, aber heute, ne, das war ja bis zur Mitte hier, und wenn du da mal ums Eck schaust, haben wir endlich ein Regal bekommen, wo wir endlich das Zeug lagern können. Das ist das Highlight heute. Und dass wir in der Küche mal was haben, ist auch ein Highlight. Jetzt, da sind Schlafsäcke zwei. Also was wir tatsächlich noch brauchen, sind Kopfkissen. Ich hab zwei Zudecken habe ich dabei. Und ach, das ist ein Kinderschlafsack. Das ist auch einer. Auch das brauchen wir. Da schaue ich jetzt dann bei meiner anderen Schwiegertochter, ob die auch noch übrig hat, wenn sie braucht. Perfekt, ja, also Kopfkissen und so Kinder. Jetzt schauen Sie mal. Das Bettwäsche für Kinder. Das ist Kinderbettwäsche, hat die Schwiegertochter gerade gesagt. Ich habe es nicht mehr angeschaut, ich habe es gepackt und bin gefahren. Traum, das nehme ich gleich so und das gleich auf. Schauen Sie? Ja. Und das ist ein Zudeck. Für Kinder auch. Für Kinder? Sehr schön. Und das ist ein Zudeck und ein Kissen für Kinder drin. Perfekt. Und jetzt, und das, da werden wir das auch noch. Weil es gibt, ich weiß noch, ich war ja heute schon mal da. Ein Nestler, ich habe eins gefunden. Ah, genau, wir haben nicht Bettlern, aber keine Nestler wollen. Aber da kann es sein, dass jetzt bei uns eine Schnur fehlt. Das kann ich nicht. Nein, schaut schon aus. Schaut, da drüben alles drauf. Ja, sehr schön. Schaut, das habe ich noch gefunden. Das darf man auch Kleider drum, weil Küchen haben wir jetzt zu viel. Ich denke, sonst auch Kleider drum. Danke. Und da habe ich nochmal, das kann man ins Kinderbett hinhängen. Ja, so was zum Rüberhängen. Schaut, das kann man hinhängen. Zum Spielen. Sehr schön. Ja, ziemlich krass, was abgeht. Ich war ja jetzt die letzten Tage jetzt nicht so am Start da, weil ich von der Arbeit her ziemlich eingespannt war. Darum haben der Kevin und der Markus das jetzt ziemlich alles gemanagt und die kommen jetzt da her. Gestern das erste Mal und denken wir, was geht denn hier ab? Also das ist schon echt krass, was irgendwie jetzt da uns alles an Zeit gebracht worden ist und was der Kevin und der Markus jetzt da die letzte Woche da organisiert haben. Also Wahnsinn. Total hätte ich gar nicht gemeint, dass das so krass ist. Ich meine, im Fernsehen kriegt man ja voll mit, dass die Hilfsbereitschaft jetzt irgendwie so steigt und jeder irgendwie jemanden aufnehmen will, aber, oder jeder irgendwie mithelfen will bei irgendwas, wenn es nur kleine Sachen sind, aber dass das jetzt innerhalb kürzester Zeit
jetzt rein bei uns so eine krasse Masse ist, da war ich ehrlich gesagt ziemlich überfordert. Ohne Witz, also Wahnsinn. Echt geil. Natürlich. Ich muss da schon Zahnarzt. Genau so. Zahnarzt. Servus. So. Wahnsinn, dass du da jetzt den Überblick verlierst, gell? Ich wurde der Erste. Okay, das ist Freitag. Freitag, der 11. März. Heute ist Aufbautag eigentlich, oder Hauptaufbautag. Es ist aber sehr, sehr viel gestern witzigerweise schon passiert, weil wir sehr viele Helfer haben. Gott sei Dank. Heute sind jetzt nur die letzten Sachen, was das ganze Wasser angeht, also die ganze Wasserheizungsinstallation. Wir bauen heute nur die letzten Möbel auf, die wir gestern noch mal geschafft haben, beziehungsweise heute nur angeliefert werden. Also es ist auch heute den ganzen Tag eine Sachspendenanlieferung. Werden jetzt dann nochmal in Kontakt treten mit der Organisation in München und dann werden wir, denke ich, relativ genau wissen, was dann morgen passieren wird, weil ich denke, so in gut 24 Stunden werden die ersten Leute zu uns kommen. Vier Zimmer sind betriebsfertig mittlerweile. Also für die ersten 6 Leute, die morgen planmäßig kommen sollen, ist auf jeden Fall genug Platz da. Und sanitäre Anlagen und Waschmaschinen, Spülmaschine kommt nur und unser Küchenbauer ist gerade da, der uns so eine Küchenzeile aufbauen will. Finally, es geht. Sogar warm. Jetzt haben wir überall Wasser und neue Armaturen und Sanitär. Alles gut. Können kommen. Passt. Putzen müssen wir jetzt noch. Das wird lustig. Die wird halt nett. Ja, also ich habe einfach nur die Anzeige auf Instagram gesehen und dachte mir, ich habe einfach gerade richtig viel Zeit. Ich habe Semesterferien und dachte mir, was kann ich Besseres machen, als dann hier zu helfen. Und ja. Der Anschluss bei uns wird nur flexibel sein. Wir müssen eigentlich da hinten hin, ja, da raus und da hinten hier irgendwo. Ich glaube, hier ist das irgendwie vierstufiger machen. Da können Sie vor allem Dingen brauchen wir da noch einen. Ja, warum ist der Ablauf? Ja, aber du kannst es nicht mehr. Dann ziehen wir gleich von da. Aber dann bringen wir da eins an. Ja, ich möchte mich nochmal bei allen recht herzlich bedanken für alle eure Spenden, für eure finanzielle Unterstützung. Auch wenn wir die Räumlichkeiten haben und vielleicht so ein bisschen die Organisation in der Hand haben, ohne euch wäre nichts davon möglich gewesen. Und ohne all die Spenden, ohne die Zuwendungen hätten jetzt dann ab in ein paar Stunden Menschen, die zu uns kommen, vielleicht kein Zuhause. Vielen Dank für alles.